Es geht um das Thema HIIT. Was ist es? Was sollte man beachten? Was für Fehler sollte man vor allen Dingen vermeiden? Und bringt es wirklich so viel, wie vor allen Dingen wir seit 7 Jahren sagen und viele andere Fitnesscoaches hier auf YouTube derzeit nach außen tragen? Als allererstes, was ist denn jetzt überhaupt HIIT? Man liest es überall, seit Jahren ist es irgendwie in aller Munde, was Training angeht. HIIT steht für hochintensives Intervalltraining oder auf Englisch, daher kommt es ja auch eigentlich, High Intensity Interval Training, nicht zu verwechseln mit einfach nur HIIT, was hochintensives Training bedeutet, wobei, wie ihr merkt, das Wort Intervall wegfällt. Wir bleiben also beim hochintensiven Intervalltraining und wie man schon aus diesem Wort so ein bisschen erkennen kann, es braucht also Intervalle. Intervalle heißt auch vor allen Dingen wechselnde Phasen zwischen kurzen, hochintensiven, belastenden Phasen und nicht so belastenden, erholenden Phasen. Und ich habe euch auf Instagram schon gefragt, was euch vor allen Dingen interessiert zu dem Thema HIIT. Und da haben so viele geschrieben, geht es denn, dass man ein HIIT-Training auch wirklich so einheitlich macht, eine große Phase, weil man doch hier auf YouTube vor allen Dingen sehr, sehr viele Videos dazu sieht, wo Leute einfach nur durchgängig trainieren und sagen, ohne Pause, das ist HIIT? Das geht natürlich trotzdem. Das Wichtige daran ist, dass die Phasen eben wechseln. Das heißt nicht, dass man unbedingt in der nicht belastenden Phase einfach nur dasteht und gar nichts macht, sondern ihr solltet stark merken, dass jetzt gerade eine belastende Phase ist und dann nach ca. 20 bis 60 Sekunden anschließend die Erholungs- oder nicht so belastende Phase kommt mit Übungen, die einen vielleicht nicht so an die maximale Grenze treibt. Wie schon gesagt, die belastenden Phasen sind zwischen 20 und 60 Sekunden lang und die Erholungsphasen ca. zwischen 10 bis 30 Sekunden. Bei einem hochintensiven Intervalltraining sollte man vor allen Dingen privat, wenn man es für sich trainiert, auf seine maximale Herzfrequenz achten. Das heißt, was sagt mir der Puls? Nur wenn der Puls, also die maximale Herzfrequenz, wirklich zwischen 80 bis 100% erreicht, sind wir im HIIT-Bereich. Alles darunter ist zwar trotzdem Sport und es wird trotzdem sich cool anfühlen und euch wahrscheinlich auch sehr, sehr beanspruchen, aber es ist nun mal nicht in dem hochintensiven Intervallbereich. Erst ab 80% seid ihr dabei. Ihr könnt es auch sehr gerne selbst ausrechnen. Man muss einfach nur 220 minus das Alter nehmen, in dem ihr euch gerade befindet und dann habt ihr standardmäßig, welche maximale Herzfrequenz für euch zutrifft. Das heißt nicht, dass ihr nicht andere abruft. Ich habe selber gemerkt durch zahlreiche Messungen, aber auch durch meine Uhr, dass meine maximale Herzfrequenz höher ist als das, was man standardmäßig ausrechnen kann. Das variiert natürlich individuell von Mensch zu Mensch. Wichtig ist nur, dass ihr es selbst für euch austestet, was maximale Herzfrequenz für euch individuell heißt. Maximale Herzfrequenz kann man nicht durch Training ändern, sondern das ist bei jedem Menschen dann so veranlagt, wie es eben ist. Jetzt kommen wir gleich zu einem kleinen Einschub, was Tabata ist, weil das hier sehr, sehr gut reinpasst. Tabata ist nur eine spezielle Art von HIIT. Es gehört genauso in die HIIT-Familie, wurde von jemandem erfunden, der eben Tabata heißt. Tabata ist HIIT wirklich im oberen Bereich, das heißt, maximale Herzfrequenz wirklich abrufen. So man sagt, zwischen 90 bis 100% müssen für Tabata abgerufen werden. Das ist also wirklich nur etwas für jemanden, der schon länger HIIT auch betreibt und weiß, was heißt wirklich maximale Leistungsforderung. Tabata ist genau vorgegeben, wie lange die Intervalle sind. 10 Sekunden Pause oder nicht stark belastendes Intervall gewechselt von 20 Sekunden wirklich maximal. Das wechselt sich dann 8-mal ab und man hat genau 4 Minuten, so lang wie ein Tabata eben sein muss. HIIT kann man mit verschiedenen Sportarten ausüben, sei es Sprinten, da wo es original herkommt, Schwimmen, Radfahren, aber eben auch, wie wir das sehr gerne mit euch hier auf dem Kanal machen, mit Homeworkouts. HIIT-Workouts fordern von uns alles in kurzer Zeit zu verausgaben.
Man erkennt schon daran, dass HIIT-Workouts auf jeden Fall nicht eine Stunde oder eineinhalb Stunden lang sein können, weil wenn ihr euch kennt, wenn ihr Menschen kennt, wisst ihr, wir können nicht länger als eine gewisse Zeit maximale Leistung erbringen. Wir sind keine Maschinen. Deswegen sagt man zwischen 25 bis 30 Minuten maximal für sehr Fortgeschrittene ist abrufbar. Alles darüber hinausgehend ist nun mal kein Tabata, kein HIIT, sondern wird eher darauf hinauslaufen, dass ihr normales Cardiotraining betreibt. Deswegen ist es ja auch so essentiell, dass ihr euren Puls, eure maximale Herzfrequenz und die Herzfrequenz insgesamt während dem Training immer vor Augen habt. Manchmal sagt der Körper einem, der Kopf einem, ich bin jetzt wirklich am Anschlag, aber wenn man sich den Puls angucken würde, wäre das gar nicht so, weil unser Kopf, unser Körper immer versucht, eher faul zu sein und uns mehr vorzugeben, als er tatsächlich gerade leistet. Wie viele Einheiten sollte man denn jetzt HIIT in der Woche machen? Studien haben ergeben, dass man nicht über 3 bis 4 Mal in der Woche HIIT machen sollte. Warum ist das so? Weil der Körper natürlich seine maximale Leistung erbringt in kurzer Zeit. Das ist für den Körper wirklich sehr, sehr anstrengend. Genauso sollte es sein. Und der Körper muss sich regenerieren, muss den ganzen Nachbrenneffekt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, erstmal runterfahren und er muss sich auch von den Muskeln und den Sehnen erholen. Wenn wir das nicht machen, kommt es sehr, sehr schnell nicht nur zu einem Übertraining, sondern eben auch zu Verletzungen. Was passiert jetzt genau beim HIIT? Was macht es so anders zu normalem Cardiotraining? Normales Cardiotraining, ich jogge jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde, ist wirklich Steady State Cardio. Man läuft an einem gleichmäßigen Pace. Meistens verläuft auch der Puls, die Herzfrequenz gleichmäßig und beim HIIT, beim Tabata, gibt es eben dieses Auf und Ab. Und durch diese sehr intensiven Belastungsphasen ist der Körper nicht mehr fähig, nur durch Sauerstoff seine Energie zu schaffen, die er braucht, um sich fortzubewegen oder eben diese Übung auszuführen. Und dann befinden wir uns nicht mehr in diesem aeroben Training, in diesem Training, wo Sauerstoff vor allen Dingen unseren Körper antreibt, sondern wo der Sauerstoff einfach nicht reicht. Ich meine, wir alle kennen das, die schon mal HIIT gemacht haben. Wenn man einfach nicht mehr schnell genug atmen kann, um all das zu machen, was man gerade machen möchte in diesen Belastungsphasen, dann wechseln wir in dieses anaerobe Training oder diesen anaeroben Bereich. In diesem Moment ganz unbiologisch, ganz unwissenschaftlich gesehen, sondern wirklich verständlich, muss der Körper vor allen Dingen auf Glucose, also auf Zucker, Kohlenhydrate zurückgreifen, um weiter im Laufen zu bleiben. Und dieser Stoffwechsel, Glykolyse, ist eben dieser Stoffwechsel, in dem wir uns im HIIT-Bereich während dem Training befinden. Und wenn der Körper dann immer weiter an diese Grenzen getrieben wird, entsteht vor allen Dingen sehr, sehr viel Laktat, also so Übersäuerung, wie wir es so immer so kennen von den Schmerzen während dem Training, dass der ganze Körper ein bisschen übersäuert sich anfühlt. Das ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl und diese Laktatakkumulation ist ganz, ganz typisch für HIIT-Training. Was man aber auch wissen muss, ist, dass vor allen Dingen die Laktatbildung und wie gut der Körper damit umgehen kann, weil er eben an seinem Maximum sich befindet, ist für die Leistungsdiagnostik im Sport ganz entscheidend. Deswegen, Laktat ist so ein Überbegriff, der ganz, ganz häufig auch bei HIIT-Training fällt und genutzt wird und gemessen wird, um auch zu sehen, wie leistungsfähig ein Mensch ist. Und hier sind wir auch schon in dem Bereich, wo oft Kritik am HIIT-Training fällt, besonders bei denjenigen, die das jetzt hören und eigentlich ja Fett abbauen wollen und sich sagen, okay, genau das habe ich gehört. Wir trainieren beim HIIT ja so, dass vor allen Dingen auf Glucose, also auf Kohlenhydrate zurückgegriffen werden während dem Training. Ich möchte doch aber Fett abbauen und deswegen sollte ich ja anscheinend Steady-State-Cardio machen, wo nur 70% der maximalen Herzfrequenz abgerufen werden und nicht wie beim HIIT, so viel mehr, dass eben die Fette bei mir nicht angegriffen oder verstoffwechselt werden, sondern vor allen Dingen die Kohlenhydrate. Und da ist dann oft der Denkfehler. Wir denken beim HIIT-Training nicht nur während dem Training, sondern auch das, was danach passiert. Und dieses insgesamte System ist das, was das HIIT so erfolgreich macht und so gut, wenn man nicht nur leistungsfähiger werden will, sondern vor allen Dingen auch Fett abbauen.
HIIT-Training ist nämlich berühmt dafür, dass es nicht nur den Kohlenhydratstoffwechsel anregt während dem Training, Glucose, sondern auch den Fettstoffwechsel. Und jetzt kommen wir zu dem sehr, sehr berühmten Nachbrenneffekt. Der Nachbrenneffekt heißt ursprünglich Post-Exercise Oxygen Consumption, also wie viel Sauerstoff nach dem Training verbraucht wird. Und da fällt schon wieder der Sauerstoffbegriff, wo wir denken, ich will doch Nachbrenneffekt für die Fettsäuren. Und das passiert gerade beim Nachbrenneffekt. Das Training ist vorbei, wir können wieder durchatmen und trotzdem bleibt bis 24 Stunden nach Beenden des Trainings unser Sauerstoffverbrauch erhöht, unser Puls bleibt höher und dadurch wird der Stoffwechsel auch viel intensiver nach dem Training noch weiterhin arbeiten. Es wird mehr Laktat immer noch im Körper vorgefunden werden und die Fettsäuren werden verbrannt. Wir können also festhalten, dass während dem Training vor allen Dingen Glucose verbraucht wird und nach dem Training Fettsäuren. Kombination ist nicht schlecht, würde ich sagen. Dabei müssen wir aber immer noch uns ins Gedächtnis rufen, dass das HIIT richtig ausgeübt wird. Nicht nur die maximale Herzfrequenz, sondern auch die kurzen, nicht so belastenden Phasen müssen dabei sein, bei denen die Herzfrequenz zwischen 40% und 50% nur noch von der maximalen Herzfrequenz betragen. Und man sollte das Ganze nicht übertreiben von der Länge des Trainings, weil man sonst in ganz normales Cardio wechselt. Und auch von der Häufigkeit. Da wir neben Fettabbau auch natürlich Muskeln aufbauen wollen, ist die Frage im Raum, heißt es, man nimmt nur ab, werde ich davon immer dürrer und dürrer und dürrer? Oder kann HIIT sogar dafür sorgen, dass ich Muskeln aufbauen kann? Und ich finde hier immer ein sehr, sehr tolles Beispiel, der Vergleich zwischen ganz normalen Cardioläufern, vielleicht sogar Marathonläufern und den klassischen Sprintern. Wenn ihr euch Bilder dazu im Internet anguckt, werdet ihr sehr schnell merken, Sprinter haben einen wirklich sehr muskulösen Körper und Marathonläufer eher nicht so. Das heißt, Sprinter sind vor allen Dingen diejenigen, die wir so ein bisschen als Vorbilder sehen. Und Sprinter sind bekannt dafür, dass sie sehr intensiv mit HIIT-Training arbeiten, um die Muskulatur nicht nur zu behalten, sondern auch aufzubauen. Und das wurde auch durch Studien letztendlich nachgewiesen. Ich werde euch alle Sachen, die ich euch hier erzähle, die natürlich auch studienbasiert sind, unten verlinken, wenn sie euch interessieren. Studien haben also nachgewiesen, dass tatsächlich mit der richtigen Ernährung, sie muss also proteinreich sein, man nicht nur Fett abbauen kann, sondern auch vor allen Dingen Muskulatur aufbauen. Natürlich werdet ihr keine riesigen Muskeln durch HIIT-Training alleine aufbauen, aber man kann das HIIT-Training auch sehr, sehr gut kombinieren, wenn man nicht nur laufen geht, zum Beispiel oder Fahrradfahren, sondern im HIIT-Training-Bereich gern auch Gewichte integriert oder wie wir das zum Beispiel bei unserem Bodyshape-Programm machen, mit verschiedenen belastenden Reizen, wie sehr, sehr viel Körpergewichtsübungen, aber eben auch unser zum Beispiel Ball- und Bänder-Programm, wo wir Bänder und unsere Gewichtsbälle einsetzen, um die Muskeln wieder anders zu reizen. Abschließend können wir festhalten, was für Vorteile HIIT alles in sich birgt. Einerseits werdet ihr eure Ausdauer erheblich verbessern, was auch zahlreiche Studien nachgewiesen haben. Euer Herz- und Kreislaufsystem wird sich also insgesamt verbessern, was natürlich auch dazu beiträgt, dass ihr insgesamt einen gesünderen Körper habt. In den Muskeln nehmen auch die Mitochondrien zu und die Mitochondrien sind dafür da, die Muskeln mit Energie zu versorgen. Und je mehr Mitochondrien wir haben, desto mehr Energie braucht der Muskel, um weiter funktionieren zu können. Und das heißt, es sind wie so kleine Kalorienfresser, die immer gefüttert werden müssen und vor allen Dingen Kalorien verbrauchen. Das heißt, ihr werdet insgesamt merken, dass euer Stoffwechsel sich verbessert. Der Laktatwert erhöht sich und durch die Erhöhung des Laktatwertes und der Laktatakkumulation während dem Training zeigt, wie leistungsfähig ihr als Mensch seid. Die Zeitersparnis im Vergleich zu normalem Cardio-Training ist erheblich, da man in kurzer Zeit sehr viel Kalorien während dem Workout verbraucht, aber darüber hinausgehend bis zu 24 Stunden danach eben noch. Und als letztes natürlich, ihr verbrennt Fett und könnt trotzdem mit dem richtigen Training auch Muskulatur aufbauen, ohne
großen Aufwand. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Es gibt sicherlich noch sehr, sehr viel mehr, was man zu HIIT sagen kann. Wenn es euch interessiert, wie man richtig trainiert, wir haben bei uns hier auf dem Kanal ganz, ganz viele HIIT-Workouts. Es ist das Wichtige, was ihr daraus macht, wie viel ihr in den einzelnen Belastungsphasen reinsteckt. Jedes Training kann zum HIIT-Training werden, aber wenn ihr nicht das Maximale reingebt, wird euer Puls natürlich bei den einzelnen Übungen nicht ins Maximale steigen. Also wagt euch dran und wer das Ganze systematisch aufgebaut haben möchte, auch für seine Leistungsfähigkeit, der sollte unbedingt ins Bodyshape-Programm kommen. Da haben wir 4 bis 5 Workouts in der Woche für euch und wir schauen auch, dass wir zwischen HIIT und normalem Cardio wie Muskeltraining unterscheiden, sodass ihr wirklich euren Körper erreicht, den ihr erreichen möchtet. Und wer sich jetzt wundert, was für eine Kappe ich anhabe, unser Bodykiss-Laden ist neu gestackt mit Kappen, aber eben auch mit ganz neuen Leggings und noch weiteren coolen Goodies. Ich verlinke euch den Bodykiss-Laden unten in der Infobox und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!